Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge auf der Erlengrad im LS19 zusammen mit dem Philipp, einen wunderschönen. Moin. So, beziehungsweise ich bin jetzt hier gerade auf dem Weg zu unserem Feld. Ja, ich hoffe, ich weiß den Weg noch. Also es ging auf jeden Fall hier hoch, das weiß ich noch. Dünger habe ich hinten drin. 2000 Liter, die müssten eigentlich ausreichen. Für unser nicht so ganz großes Feld. Aber für uns momentan auf jeden Fall groß genug. Der Philipp ist immer noch armeenfleißig mit seinem Aebi, ne? Ja, ist das okay so, wenn man mäht so? Ich weiß es nicht. Ob man das in Relief so macht. Wenn man nah am Hang ist, bis hinten unten ist und vorne oben. Keine Ahnung. Und du, ich war noch nie in der Berglandwirtschaft. Ich auch nicht, das ist das Problem. Ich glaube, wir müssen uns da ein paar YouTube-Videos so angucken, die Leute, ne? Ja gut. Aber also, mal. Wir haben uns gut vorbereitet, ja. Ja. Ganz sicher. Dann auf jeden Fall. Ich mach mal mein Handy-Ton aus. Ja, ich mach mein Radio an. Dann ist auch ein bisschen. Ich hab's. Ich hab mein Radio auch noch hier, warte. Ich fahr's einfach mal Schuss von 100. Ich weiß nicht, ob's gut war. Ich stehe voll auf der Bremse, ne? Oh, Scheiße. Wir haben kein GPS, das heißt, wir müssen ein bisschen nach Gefühl arbeiten. Ja, das geht. Ein bisschen rauszoomen, ein bisschen weiter rüber. Ja. Auf jeden Fall, also, es geht auf jeden Fall eine Düngerstufe drauf. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, unser guter Freund. Hallo, ist das jetzt der Helfer rein? Das weiß ich auch nicht. So, ich fange mal so, dann dürft's passen. Ungefähr gerade. Naja, das passt. Guter Freund und Kupferstecher Sebastian Wünsch hat gerade gefragt, ob er aufnimmt. Ah ja, moin. Läuft für ihn auf jeden Fall. Grüße gehen raus übrigens. Ja, schöne Grüße. Der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt, oder? Ja, normalerweise, ich weiß jetzt gar nicht. Wenn ich dran denke, mache ich ihn rein. Wenn er dran denkt. Tja. So, warte mal. Ohne Scheiß kurz davor zu sagen, ich hole mein Uli-Truck, ne? Ja, jetzt? Ja, weil ich fahre hier bergab 10 km/h. Und könnte ich normalerweise wie schnell fahren? 22 oder was? 22. Ja, warte mal. Ja gut, ich glaube, er ist dann glaube ich minimal untermotorisiert. Aber ich mache jetzt mal die Hinterradlenkung ein, weil ja ich in der Hoffnung bin, dass dann wir keinen Verlust vom Gras haben. Wie viel hat der? 100 oder so? 109 glaube ich. 109 hat er, ja. Also hinten wird er leicht packen. Vorne ist halt die andere Sache. Ja. Also hinten packt er leicht. Vorne allein, also hinten packt er alleine leicht. Vorne auch. Aber zusammen wird's kritisch. Ja. Wir sind 30 PS drüber, also. Ja. Na gut. Kann man machen. Ich gesagt, nein. Aber gut. Ich hab nicht gesagt, wir nehmen das Große. Oder? Doch, vielleicht schon. Ich habe einen Videobeweis. Nein. Im Vorhinein. Hast du gesagt, wir nehmen das nicht. Oh Mann, nee, du. Lass ihn verstehen? Nee. Ich fahr trotzdem ein bisschen weiter rüber. Hast du düngen? Ja, oder? Habe jetzt noch knapp 1,5 Bahnen, dann bin ich durch. Lass es leicht überlappen, bevor wir stehen bleiben. Ja. Oder geht das überhaupt, das Düngen schon? Ja, ich fahre hier gerade drüber, also. Oh Gott, Alter. Ich habe den halt noch so im Augenwinkel gesehen. Weil genau neben unserem Feld ist ja der Zug. Ja. Ich fahre da halt raus, lass mich schön ausrollen, bin ein bisschen auf den Gleisen, sehe ganz links am Bildschirmende. Scheiße, da kommt der Zug. Oi. Ich weiß gar nicht, rammt er dich weg? Ja, ne? Ja. Dann. Soweit ich weiß schon. Wär's. Dann war es kritisch. Vorbei. Ich fahr jetzt auch nochmal zurück. Dagegen, ich hab da was stehen gelassen.
das Stückchen hier ist jetzt auch nicht so wild. Ist hier eine Wiese? Hier ist eine Wiese. Ah, okay. So, warte, jetzt muss ich mir wirklich vergewissern. Ist das wirklich eine Wiese? Was ist da drauf? Ah, Gras. Das ist eine Wiese. War gut. Kommt man sich... Ja, okay, gut. Kontostand... kritisch. Was war das für ein Geräusch, Alter? Eieiei. Ich muss auf jeden Fall auch sagen, die Geräusche, also Umweltgeräusche, sind auf jeden Fall auch neu geworden. Bestes geworden, ja. Ich habe gerade irgendeinen Summ von irgendeinem Käfer gehört, vermute ich mal. Wer weiß, vielleicht war es auch was anderes, was gesummt hat. Oh nein. Ey, wieso? Ich habe nichts Falsches gesagt. Ich habe auch nur, ich muss da immer kurz nachdenken, so, auf was könnte es jetzt anspielen? Also, so, warte, wie fahre ich denn? Ich fahre jetzt mal einen anderen Weg, weil ich bin hier fertig. Und wir geben den schnell wieder zurück, den Kollegen hier. Okay, hier geht's längs. Das Gewicht kannst du dann gleich am Hof abstellen. Ja, und die Big Bags stelle ich auch am Hof ab. Weil die werden wir definitiv nicht mehr brauchen. Die haben wir ja gezahlt, also. Okay, ja. Und es sind hier noch 1400 Liter Dünger drin, die will ich jetzt nicht so einfach wegschmeißen. Die haben auch Geld gekostet. Die sind eh relativ knapp bei Kasse. Es gibt eigentlich, es gibt eigentlich so gut wie kein Projekt, wo wir so knapp bei Kasse sind. Also bei der Radio waren wir noch nicht unter 50.000 Euro. Also. Enderbrach ist eigentlich auch immer relativ konstant. Wir haben eigentlich alles, was wir so brauchen. Warte mal, doch, hier geht's hoch. Also ich bin jetzt gerade dabei, von oben nach unten zu mähen. Okay. So. Schauen wir mal hier hoch. Hoffe ich, dass ich es schaffe, zumindest. Oh Gott, ist jetzt wirklich richtig geholpert drin. Eieiei. Sag ich doch. Klaas, du schaffst es. Zieh hoch, mein Junge. Ihr habt doch Pflegebereifung. Schaff ich nicht ab, ne? Ich muss mir auch noch zahlen. Oh, Mann. Wo peile ich denn das Zeug hin? Und da drüben in unsere Halle. Da dürfte es nicht stören. Normalerweise. Ja. Ja, da drüben haben wir noch Platz. Da passen zur Not mal ein bisschen ranschieben, aber gut. Machen wir die Klappe hier auf. Strategie. Ah, kommt. Zumindest jetzt ernsthaft da nochmal reinschieben. Oh Mann. Ja, wobei. Ja, man kann es eigentlich da stehen, dann ist es eigentlich wurscht, ne? So, dann packen wir da das Gewicht nochmal rein, weil das gehört uns. Das war schon ausgewählt, so. Passt. So, dann gehen wir den wunderschönen Klaas hier zurück. Weil, den brauchen wir jetzt nicht mehr, und bevor uns dann noch irgendwann abgezogen wird. Zurückgeben, jupp. Zurückgeben, jupp, wunderbar. Dann schnapp ich mir jetzt meinen Führer, da ist er. Und dann geht's an zu winken. Bin schon fleißig am Mähen, volle Arbeitsweite ausnutzen. Können wir aufklappen? Oh, das Geräusch ist auch neu. Oh, herrlich, du. Schön, schön. Ja. Nix. Okay, gut. Machen wir mal an. Okay. Oh, hier ging es ja gar nicht rum. Also ich wende jetzt erstmal hier oben und dann fahre ich runter. Ich würde einmal außen rumfahren für deinen Geschmack und dann. Ja. Oder ein bis oder zweimal. Ich brauche eigentlich genau auf einer so einer Bahn fahren, dann bin ich genau richtig. Wie schnell falsch du, Alter. Warte, wenn ich voll 2019, so was in den Dreh. Ey, ich finde das unfair, ne? Ich weiß nicht, habe ich mehr PS oder weniger? Ich glaube ungefähr gleich viel. Wir schauen nach. Ich habe 9 PS mehr. Aber ich fahr schneller als du. Also. Jetzt fahrst du den Flo. Wieso kann ich mich nicht wenden? Du hast keinen Zugang zu diesem Land. Alles. Was? Wieso habe ich keinen Zugang zu dem Land? Es ist doch unsere Wiese, Alter. Ach, das kann vielleicht. Also es wurde gemäht, aber ich kann da nicht wenden. Voll die Verarsche. Es kann vielleicht daran sein, dass ich noch mit meinem Traktor in unserem Gebiet war und dann Ach so, das Mähwerk nicht mehr. Und dann wurde das halt
Ja. Kann gut sein. Oh mein. Dann muss halt liegen bleiben. Schwund ist immer. Also ich habe hier ein paar Runden zu fahren, ne? Ja. Wer hätte vielleicht noch der größere kaufen sollen. Also. Wir hätten, glaube ich, den Kuhn oder den Vicon nehmen sollen. Also ich muss sagen, ich habe kein Problem damit, hier meine Runden zu fahren, ne? Oh Gott, ich fahre hier. Eieieiei. Nee, das geht so nicht. Eieiei. Oh, ich. Dann muss ich nochmal drüber fahren. Du. Also. Ich war nicht auf der Straße, nein. Ja, hier geht's. Na mal. Bremsen. Eieiei. Nadel. Aber ja, das geht. Ich muss sagen, der Bruder macht, schafft es easy, also ohne Problemchen. Einer macht noch Mucki. Ich sah der PS da. Nee. Das packt er leicht. Ja. Fehlende PS wird durch Verrücktheit ausgegeben. Ja. So, warte, jetzt versuche ich aber hier, ob ich jetzt aus dem hier wenden kann, weil das interessiert mich jetzt. Weil das sieht doch schon so scheiße aus, wenn das so nicht gewendet ist. So, hier hin. Komm. Ja, gib doch. Hab doch gewusst. Da das funktionieren muss hier. So. Ey, der Bürger hat so einen krassen Sound, ne? Das ist ja ultra doof. Ah, du Scheiße. Eieiei, jetzt ist es mehr wegklopfen. Oh Mann. Ja, warte. So. Lass mich mal anfangen. Ich bin vorbei, ja, ich bin. Eieiei, das irgendwie, ja. Der beschleunigt, also. Uff, ja. Ich bin das halt null mehr gewohnt, dass ich fürs Rückwärtsfahren aufs Rückwärtskraft gerade drücken muss. Es ist. Nee. Also, Beschleunigung ist on point. Ja. Also ich darf das Gaspedal immer nur so einen Millimeter drücken und dann fährt der rollt das Ding schon bei nur so seine ja, Leute runter. Du es ist bei mir auch so. Ja. Da werde ich nie im Leben rumkommen. Hm? Ach, hab ich schon wieder unten. Einen muss ich jetzt halt wirklich ranhalten, ne? Soll ich dann nochmal ein Video mit dir helfen? Ja, du, ich weiß nicht, also. Oder würde es sich lohnen, den zu verkaufen und frei zu bekommen? Ich guck mal so rein theoretisch. Guck ich mal es nach. Es gibt einfach 16.000 von Kuhn, oder? Warte, ich guck nach, wenn der. Wir haben momentan den Kollegen mit 4 Meter. Es wäre halt schon eine riesen Steigerung. Er hat 6. Also von Kuhn. Man, aber ich würde dann eher auf den Kuhn nehmen, weil der braucht weniger Leistung. 60. 40. 30. Preis, ja gut. Da sind wir halt. Da sind wir aber richtig pleite, dann haben wir noch 8000, ne? Oh ja. Ich fahre jetzt erstmal noch ein bisschen mit dem Kollegen hier weiter. Wir können ja auch noch Kredit. Haben wir Kredit? Stimmt, wir haben. Eigentlich, warte. Wir haben noch kein. Wir haben keinen Kredit. So, den Ding noch auf, okay. Soll ich dann den wohl jetzt dann verkaufen? Ja. Ja. Ist, glaube ich, die schlauere Idee. Für 20.000 Kredit, das reicht. Ja, ihr seid auf jeden Fall. Ja. Dann kaufe ich schon mal. Den Kuhn haben wir gesagt, oder? Ja. Oder soll ich richtig auf Gefährdung gehen? Warte mal. Kostet 24.000, ne? Also. Der Kollege 8,9. Der hat halt 11. Braucht 90 PS, ja. Ist halt die Frage. Oder wollen wir den Pöttinger nehmen? Im gelegenen. Den mit 8,9 für 60 PS. Entweder was anderes, ne? Halt auf Ach, komm, der kostet weniger. Nehmen wir den. Wann gönnt man sich denn was? Wir sind ja auch im Alpine DEC, da müssen wir auch mal ein bisschen die Maschine von Pöttinger verwenden, die da schon mal dabei sind.
genau. Aber das heißt ja nicht, dass die anderen schlecht sind. Also wir verwenden einfach von allen ein bisschen was. Ja, und irgendwann wird der Zeitpunkt kommen, da haben wir dann nur noch 10,50er. Oder John Deere oder so. Ich glaube, das wird eine Weile noch dauern. Habe ich so irgendwie das Gefühl. Nicht nur du. Ja. Aber das ist, aber ohne, wie sage ich dir das? Ohne Richtung, ohne Tarifisch. Ohne Mist, das ist mein Ziel hier auf der Erde gerade. Oh ja. Wir müssen halt auch noch das Thema besprechen, ob wir halt auch Kühe hermachen wollen. Wir haben den Stall am Hof, das ist nicht das Problem. Ich würde sogar sagen, ja, Kühe, ja, weil... Ja, was ja Kühe sind, ja. Und wir können halt alles mit Gras und so weiter, was wir haben, produzieren. Also, ja, das ist es halt. Also wir können halt Gras machen, Grassilage machen, ich will, Heu und ist Acker haben wir auch für Stroh. Ja, es ist die Frage, wollen wir einen Acker Gras machen und den dann zur Silage? Oder eine Acker, eine ja, Wiese? Würde ich schon machen. Okay, das heißt, eine Wiese machen wir mit, lassen wir Gras, das heißt, die braucht nicht wenden und die anderen zwei machen wir Heu. Ja, genau. Okay. Ich würde sogar sagen, dass wir die über dem Hof einfach bloß Gras machen, weil ich glaube, dass die Stallstelle. Und die Gerüste. Die Stallstelle und die Gerüste, glaube ich. Ja. Ja, oder warte mal. Gehen wir jetzt auf Ladewagen oder Ballen? Ich weiß. Für kostet die Ballenpresse? Ich glaube immer 130.000. Also, da gibt's ja so eine wunderschöne zum gleichzeitig wickeln. Ja. Die ist halt schon. Also die ist schon das Grünchen, ne? Ja, das Grünchen. 110 ein. Du. Ich glaube, wir machen Ladewagen und Silo. Ja gut. Du. Ich fahre halt auch immer auf der Seite rein, wo man eigentlich nicht reinfahren sollte. Aber gut. Laden wir das Thema. Aber ich habe ja, wir haben ja auch noch einen Hänger stehen. Ich vergesse, ich habe irgendwann, der steht wahrscheinlich nur in 10 Folgen rum und wir haben ihn dann mal komplett vergessen. Das wird auf jeden Fall so werden. Aber den können wir nicht verkaufen. So. Ja, 6200 hat er noch. Also das mit dem Ballendreher, das ist halt schon ein Stück. Es ist halt schon wirklich angenehm, ne? Also, muss man so sagen, wie es ist schief. Es ist, also, da kann man nichts machen. Ja. Es ist halt... Dann haben wir dann neuen Pöttinger dran. Aber ich würde dann trotzdem bloß den Europass kaufen, weil der Teil kostet 100 irgendwas. Also... Die Frage ist halt, wollen wir einen zum Anhängen kaufen oder halt den für einen Unitrag? Ja, wir haben ihn halt. Das ist halt die Frage wiederum, ne? Aber weißt du, dann sind wir halt auf den Uditrag angewiesen. Und wenn wir dann mal Holz und Wald machen. Ja, stimmt auch wieder. Dann müssen wir den dann wieder hergeben. Dann müssen wir halt dann irgendwas liegen lassen. Ja, komm, dann nehmen wir den zum Anhängen. So. Zweite Folge und wir haben schon Schulden. Eieieiei. Das kann noch was werden. Was werden, du. Ja. Langsam. Schönes Teil, du. Schönes Teil. Ich hab langsam gesagt. Bergab bei Gras, bei nassen Gras zumindest. Ist angenehm. Ja. Nein, Auto, tu's nicht, tu's nicht. Fahr nicht da gerade drüber. Oh, so viel Gas abgebogen. Ah, gut. Alter, gut. Der Tschüss. Hätte, glaube ich, es nicht so gut vertragen. Aber gut. Haben wir einen breiten Schwader? Wenn einen arg breiten Schwader? Ne, der Schwader ist eigentlich so breit wie der Bruder, also. Das passt. Also, ich mähe jetzt mal die Schräge ab. Ja, ne? Das ist gut. Ja. Also das versuche ich. Zu hoch, Kollege. Ja, da hören wir den Sound von dem Ding, ne? Da muss er schon ein bisschen was. Also. Ein bisschen was pumpen, du. Also meiner pumpt gerade auch ultra hart. Ja. Ja. Ich bin rum in die Kurve. Ich stehe seitlich dran am Hang. Also ist der Bührer eigentlich ein Hangtraktor? Ich weiß es nicht.
Also das ist auf jeden Fall, ich sehe ihn halt. Also wenn es ein Handtraktor ist, dann ein sehr, sehr alter. Ja, ja, das ist klar. Aber er ist schön, muss sagen. Ich habe gerade aufgehoben, ne? So minimal vom Boden weg mit der einen Seite. Schieb hoch! So, ich hau den mal an. Oh ja. Komm, schieb! Dort schon, verdammt bist du. Ja, und ich kann immer noch. Ich habe jetzt ohne Mist Angst, dass ich ihn umschmeiße. Nee. Also der hat ja. Er ist ja extra dafür ausgelegt, aber. Ja, der Schwerpunkt ist ziemlich niedrig, also. Also. Glaubt, da passiert nichts. Ich habe meinen Kopf in dem Holm da oben drin, ne? Also, ich wollte jetzt mal nur so gesagt haben. Ja, gut. Das ist aber nicht so original, glaube ich. Irgendwas habe ich falsch gemacht. Ja. Oh ja, hier, wenn so kleine Hügelchen sind, dann muss er schon ziehen gebühren. Aber er schafft's. Er schafft's. Kann ich da runterdüsen, donnern? Können wahrscheinlich schon. Aber ob helfen ihr? Aha, wollte man deinen Helfer ansetzen. Ach, das sehen. Ja! Er geht ab nach unten. Los, ich würde dir da mal raten, da nochmal runter zu fahren, ne? Ich komm da nicht durch. Also. Das natürlich. Ja, du. Also ich mir was von unserem Acker mit, ne? Also. Der gute, ich bin Alter. Minimal ab. Also. Nein, noch nichts am Klappen, noch nichts am Klappen. Einfach bloß aufheben, sonst schmeiß ich einen Safe. Ja. Das glaube ich auch. Schieb! So. Oh! Ich fahr jetzt dann immer nur noch rauf und runter. Heieiei. Alles gut bei dir? Ich hab grad abgelassen, ne? Ja. Flopp runtergerutscht. Ja gut. Hoffen wir mal, dass es diesmal nicht wieder passiert. Ich glaube, am Hang ist am besten umgefunden Mähwerk. So, also, ich habe nur von Mähwerk abgelassen. So by the way, aber... Ich habe halt trotzdem Angst, dass ich ihn umschmeiße, weil das Mähwerk geht dann schon doch arg raus. Ja. So! So, na. Fahren wir hier wieder runter. Ding mit Mann. Oder? Hm? Wenn ich das sehe, bin ich fertig. Ja, das heißt, dann haben wir noch die zwei wunderbaren Wiesen am Hof. Die wo drauf waren. Und leuchte an, Blinker rein. Mähweg wieder einstellen, so dass es gerade ist. So, einmal drehen. Und ich höre wieder hoch. Fahrradlenkung rein und ab geht er, der Peter. Ach ja, Allrad und Duschbrennung müssen vielleicht rausgeholt werden. Ja. Wie groß ist denn diese Uhr in unserem Hof? Ah, die Uhr in unserem Hof ist schon ein bisschen größer. Ah, okay. Aber, ja, nicht so viel angemessen, sagen wir so. Also was für ein Schmuckstück halt wäre diese riesen Wiese hier, ne? Neben uns gerade. Die am Hang da. Die hier? Die zwei da. Die direkt hinter, also die zweite direkt hinter dir. Mhm. Dieses Gebiet ist riesig. Ja. Und kostet einfach nur 268.000. Es ist trotzdem saumäßig viel Geld. Ja, aber trotzdem, wenn man das jetzt mit anderen Karten zum Beispiel vergleicht. Hier ist ein Sound, wie geil. Schon... Ja, ich habe den auch gesehen, da vorne irgendwo, ne? Mach mal Warnblinker rein. Ist das Täuschen? Aber warte, hier unten habe ich noch was. Okay, aber der große Wender war schon eine gute Idee. Aber wenn wir dafür ein bisschen Schulden aufnehmen haben müssen. Aber mal. Geht besser. Wollen wir dann auch ein bisschen was von dem Heu verkaufen? Nein, nein! Ja, ja. Ich glaube schon, oder? Ich weiß es nicht. Weil...
allzu viele Kühe können wir uns sowieso gerade nicht leisten. Wir müssen wieder ein bisschen, erstens wir müssen Schulden gucken, damit wir die wieder zurückzahlen, und zweitens, wir brauchen so oder so auch ein bisschen Geld, auch wenn wir dann Kühe machen wollen. Deswegen würde ich sagen, wenn wir da ein bisschen was wegmachen. Also eigentlich ein Träumchen wäre halt noch gewesen, diese Handmähbalken. Ja. Aber ich glaube, den können wir uns halt nicht mehr leisten, ne? Der kommt dann noch irgendwann an Weihnachten. Ja. Mitten unser Weihnachtsmann. Das Christkind. Wenn es eine Weihnachtsmaschine wird, dann freuen wir uns den. So, dann fahren wir doch mal wieder runter. Du könntest dir dann eigentlich den Lindner schnappen, den Sparer. Ja. Weil ich bin das. Hier dabei am Mähen, bei der großen Wiese über dem Hof. Machen wir die auch zu Heu dann? Nee, das war ja die, wo man zu Gras macht. Die anderen machen wir zu Heu. Haben wir eigentlich gesagt. Also oder? Stimmt, dann zu Silage. Ja, genau. Dann die sie jetzt in der Fall die Bürde jetzt nach Hause. Aber ich habe einen Stein mitgenommen. Also, es hat auf alles, also wie kein großen, bloß und klein. Es hat auf alle Fälle auf einmal so gemacht. Und es ist irgendwas nach vorne geflogen. Also dein Mähwerk ist neu, ne? Ey, kann doch eh nichts für, wenn ein Stein in der Wiese liegt. Aber ich glaube, wir können es noch auf Garantie. Weil ein Stein in der Wiese liegt. Ja, moin. Schickt das Mähwerk wieder hin zum Händler so. Ja, aber da schlüsst du doch was direkt verkauft. Direkt. Warum mache ich hier meinen Helfer rein? Weiß ich auch nicht. So, warte, aufpassen jetzt. Ach, ich fahre jetzt mal ein schneller drüber. Okay, beim Hochfahren geht's eigentlich. Ja, gut. Aber meine lieben Leute, meine Damen und Herren, wir sind für heute auch schon wieder fertig mit der heutigen Folge. Wie immer, wenn es euch gefallen hat, gerne Daumen oben da lassen. Wäre natürlich sehr nett. Kostenloses Abo würde uns sehr freuen. Und wie gesagt, holt euch auch gerne das Alpine DLC. Unten ist jetzt ein Link in der Videobeschreibung, da kommt ihr direkt zu Science Software und könnt euch Datei bestellen. Und ja, dann wünsche ich euch allen noch einen wunderschönen restlichen Tag und wir sehen uns dann bald zu einer weiteren Folge hier auf der L-Grad. Und bis dahin macht es gut, haut rein und ciao, ciao. Ciao.